Hallo liebe Zuschauer, hier sind wieder Mike Spiel irgendwas und heute haben wir was Neues und zwar einen kleinen Einblick in das neue Programm Tiny Glade. Das ist eins der meistgewünschten Spiele auf Steam, weil es viele Leute begeistert hat. Die ganzen Vorstellungsvideos und Demo-Videos und so weiter. Ich hatte auch mal die Demo installiert, die hat bei mir aber nie funktioniert, ich bin mal abgestürzt. Da hatte ich dann keinen Bock, da dann weiterzumachen. Jetzt ist aber die Vollversion rausgekommen. Ist nur auf einen fairen Preis. Ich glaube 14,79 €. Momentan gibt es 15% Rabatt bei Steam. Könnt ihr euch da also relativ preiswert runterladen. Ist der Preis, finde ich, auch fair. Mehr würde ich allerdings auch nicht wirklich dann bezahlen wollen, weil in diesem Spiel macht man eigentlich nichts weiter als Gebäude errichten, dekorieren und sich die Landschaft angucken. Man macht also Dioramen oder freut sich dann an der Schönheit dessen, was man geschaffen hat. Oder je nachdem, wie viel Talent man hat bei sowas. Kann auch furchtbar aussehen. Aber man kann das hier die auch alles dann wieder immer wieder neu gestalten. Also ein sehr schön gemachtes Spiel. Ich habe es, wie gesagt, nicht gespielt. Ich habe hier nur mal ein bisschen rumgespielt, um zu gucken, wie das überhaupt hier funktioniert. Dann können wir jetzt mal ganz von vorne hier anfangen. So, man kann hier sich verschiedene Themen aussuchen. Und die haben auch immer verschiedene Jahreszeiten, die auch verschiedene Auswirkungen haben auf die Deko-Elemente, auf die Natur, auf das Gras. Sieht man hier zum Beispiel hier Winter, Blumen, alte Zeit, herbstlich, dann ist auch die Pflanzen, die Blumen, die Bäume, alles ist dann so auf Herbst. Oder hier auch das Licht und die Pflanzen auch hier sind auf den Sommer ausgerichtet. Winter fände ich sehr interessant. Kann man sich so ein kleines Hogwarts bauen, hier sieht das hier aus. Und dann gibt es ein tägliches Thema, das finde ich auch eine coole Idee. Ich glaube, alle zwei Tage oder so ähnlich gibt es dann hier ein neues Thema, wo man sich dann dementsprechend sich was anschauen kann. Hier zum Beispiel, das Thema ist gerade, wenn einem so nichts einfällt, kann man sich hier von inspirieren lassen. Und das Thema ist hier so Burg auf zwei Felsen. Und dann kann man versuchen, hieraus irgendwas zu machen. So, hier sieht man schon, man hat hier so sehr viel Landschaft, aber man baut im Grunde nur in so einem kleinen Umkreis hier. Da errichtet man dann sein Traumgebäude und der Rest ist eigentlich nur Deko, damit man halt eine schöne Fernsicht hat und sich dann ein schönes Bildschirmfoto von machen lassen kann. Also das ist im Grunde die Hauptgeschichte. Hier sind Entchen auch. Ach, ich kann ja auch streicheln. Okay, lustig. Jo, aber so gut, dieses Thema könnte man dann machen. Wir können uns aber auch was ganz anderes widmen. Blumen finde ich mal ganz interessant. So, ups. Starten wir hier einfach mal so. Okay. Aha, mit so einem kleinen See. Mit sehr vielen Seerosen und so. Okay, gibt es auch Entchen. So, und da kommen wir jetzt versuchen, ein Gebäude zu errichten. Und ja, so eine kleine... So einen kleinen Herrensitz vielleicht hier zu bauen oder sowas ähnliches. Wie früher so ein kleines Wasserschlösschen. Irgendwie so. Hier haben wir so ein bisschen was. Können wir so ein bisschen erhöhen. Ja. Mal gucken. Hiermit können wir Blumen setzen. Ne? Können wir dann auch wegmachen. Mal gucken. Hier kann man so einen Weg ausmachen. Okay. Hier mal so einen Weg. Hier sind auch Entchen. Ah, da macht er so einen Steinweg. Das ist ja auch niedlich. Da kann man so hier so rüberhüpfen. Da sind sogar Fische im Wasser. Also schon echt schön detailliert gemacht. Die Entchen können wir jederzeit streicheln. Hier gibt auch Schafe hier, glaube ich. Die kann man auch streicheln. Bäume. Blenden sich immer schön aus. Sind so ein bisschen verdreht. Okay. Am Stamm her, aber damit man halt was sieht, ne? Okay, hinten haben wir so sanfte Hügel. Wie sieht das hier so aus? So eine Hügellandschaft hier mit so einem Teich. Okay. So. Gucken wir mal. Wir können hier so ein, hier in die Mitte jetzt so ein Haus setzen. So in der Größe. So. Der macht dann automatisch Dach und Pipapo. Kann man hier was entfernen eigentlich? Zum Beispiel diesen Baum, ja. Wir fällen den mal. Der macht sogar die Räuche, die passen dazu. Interessant. So, jetzt ist aber auch nur ein Haus, sonst nichts. Es wird aber automatisch schon hier zugewuchert, so ein bisschen. Da setzen sich Vögel aufs Dach. Also, echt knuffig gemacht alles.
Die Grafik, es ist immer so, es ist nie so hundertprozentig alle schnurgerade. Also die Perfektionisten werden das vielleicht ein bisschen stören. Aber es soll auch immer den Look haben, als wären so alte Gebäude, die schon seit 100 Jahren da stehen. Da haben sich die Mauern schon gesetzt, die Balken ein bisschen verbogen. Es soll halt immer so ein bisschen used aussehen und nicht so nagelneu. Also wer hier alles strikt ganz geometrisch haben will, der hat so ein kleines bisschen ein Problem. Wir haben doch hier einen Weg gebaut, ne? Hier so. So, dann macht man automatisch hier auch eine Tür. Kommt man dann hier hoch? Oh, da machen wir so eine Tür. Je breiter der Weg, desto... So, dann haben wir schon sowas... So wie, naja, das ist wie halb eine Treppe. Okay, da haben wir zumindest einen Eingang. So, da haben wir schon mal ein Gebäude. Was können wir damit noch machen? Warte mal. Ich kann das auch nochmal das Dach vergrößern. Ich kann es drehen. Das ist interessant, ja. Ich kann es noch was verschieben. Ich kann es ein bisschen länger machen, ja. Okay. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht. So, dann könnte ich noch ein Türmchen dran setzen. Wenn wir so ein kleines Wasserschlösschen wollen. So. Das können wir noch ein bisschen größer machen. Warte mal, kann man das auch noch irgendwie... Das Dach hier. Wie spitz kann man das machen? So, okay. Ah, mit Rechtsklick kannst du das nochmal ein bisschen nach oben ziehen. Ja, einen schönen hohen Turm will ich haben. Nicht ganz so hoch. Okay. Können das also auch nochmal verschieben dann. Das ist cool. Das ist alles formbar hier. Es knirscht und knarzt auch alles. Finde ich auch, das Sound ist halt nicht ganz so schlecht. Alles, was du machst, erzeugt auch ein Geräusch. So, okay. Ups, machen wir weiter. So. Kann man das Dach hier noch ein bisschen... Vielleicht noch ein bisschen spitzer. Kannst auch wegmachen. Okay, ja. Dann eben in der Burg aus. Das ist ein bisschen rundlicher. Okay. Kann man dann den Turm und die Form noch irgendwie verändern? Ne, sieht nicht so aus. Okay. Ja, kann auch hier einen Zaun machen. Ist das bringen? Und hier so einen kleinen Weg. Dann können wir hier. Ah, dann macht auch ein Tor. So. Grob. Und ich direkt ins Wasser fällt. So. Hier ist auch ein Schäfchen. So. Ich hab einen kleinen Vogel am Kopf. Süß. Okay, man sieht auch schon, wir haben auch eine Lichtstimmung hier. Ups, bin ich ein bisschen abgeglitten. Also es wird auch Abend, es wird Tag. Das kann man auch festsetzen, glaube ich. Also man kann das hier festschließen und dann kann man sagen, ich möchte das jetzt nur... Ich möchte das hier so bauen, dass es nur tagsüber ist. Und dann gucke ich mir das später an. Wie sieht es dann aus, wenn es Abend ist oder früher Morgen? Da ist das Licht ja auch anders. Ich kann noch steuern hier. Okay, von welcher Seite kommt das Licht? Das macht ja auch nochmal einen ganz anderen Eindruck. Wenn man zum Beispiel jetzt davon ein Bildschirmfoto machen will, ist es ja schon wichtig, von wo kommen die Schatten? Von wo kommt das Licht? Will ich ein grelles Licht haben? Will ich eher ein bisschen Schatten drauf aufs Gebäude haben? Weil das wirkt dann schon wieder anders. Mit den Ranken hier, die bilden sich auch automatisch hier, das finde ich auch cool. So, wir brauchen ein paar Fenster. So, das ist natürlich jetzt hier noch ein bisschen, ja, Pillepalle, was ich hier gemacht habe. Da können wir noch so eine Mauer hinbauen. So, hier ist der Bauherr nur ein bisschen die Kohle ausgegangen, hat für ein weiteres Gebäude nicht gereicht. Aber es soll auch so ein bisschen zerfallen aussehen, so, ne? Jetzt wäre der Rest hier schon mal abgetragen worden oder sowas. So, hier könnte man noch so eine Mauer hinmachen. So, die kann man auch einfärben, glaube ich, ja. Können wir zum Beispiel einen anderen Look geben. Machen wir es ein bisschen einheitlich hier. So. Wie sieht das aus mit der Mauer hier? Ah. Oh, das finde ich gar nicht so schlecht. So, aber obwohl, vielleicht ein Turm mit einem anderen Stein.
Oder glatt verputzt. Machen wir glatt verputzt. Dächer. Das passt ja eigentlich ganz gut. So ein rötliches Dach. Das sieht schon mal ganz niedlich aus hier. Kann man dann über den Ententeich hüpfen. Hier rüber. Und vielleicht so hier rüber. Hier brauchen wir noch so einen Weg. So, warte mal. Wenn man einen Weg macht, macht er auch automatisch so einen Abfluss. Cool, okay. Ja, kann das Wasser durch oder die Enden. So, gucken wir mal. Wir brauchen auch ein bisschen ja, eine Beleuchtung. Das ist ja auch nicht schlecht für unseren Weg hier. Wir wissen, wo wir hin müssen. So. So. Das, ah ja, dann müssen wir das drehen. Okay. Da mache ich auch noch was hin. Okay, hier kann man sich ja echt austoben. Was ist das hier? Da kann man ein Fähnchen drauf machen. Okay. Oder? Aha, hier kann man eine Fahne aufstellen. Kann man eine runterhängen lassen. Aha, nice. Hier auch so ein richtiges Banner. Kann hier so draufstecken. Okay. So, mal alles aus. Das muss man einfach alles mal ausprobieren. Dann kann man sich richtig austoben. So, bin gespannt, was die ganzen Nutzer hier von dem Spiel noch so alles bauen werden. Ich könnte mir noch so einen kleinen Turm hinsetzen. Die machen wir mal so. Machen hier noch eine kleine Mauer hin, würde ich mal sagen. So, machen wir hier so rein. Und damit die Entchen hier durchkommen. Sowas. Okay. Ich muss mir auch irgendwie reinkommen, ne? Moment, da brauchen wir einen Weg. Hm, da machen wir hier sowas. Okay. Der macht auch automatisch so Deko-Elemente hin, wenn man sowas Bestimmtes baut. Was ein bisschen schade ist, man kann, glaube ich, nicht selber sowas setzen. Also man kann nicht selber... Man kann hier zum Beispiel auch Blumen hinmachen. So, hier so am Weg lang. So. Hier macht er automatisch Seerosen, wenn es Wasser ist. Das kann man alles hier schön grünen hier. Das sieht dann echt cool aus. Aber man kann nicht selber bestimmen, ich möchte jetzt zum Beispiel Rosen oder sowas oder Flieder oder was auch immer. Das ist dann eher so ein bisschen zufällig und passend halt zur Jahreszeit, die man hier für dieses Szenario hat. Das ist vielleicht ein bisschen schade, aber okay, man kann auch Bäume setzen. Okay. Flop, ja, okay, dann macht er hier automatisch einen hin. So gut, müssen wir mal alles ausprobieren. So, Fenster wäre auch nicht schlecht, ne? Damit man mal was sieht hier in der Bude. Guck mal, da macht er so eins mit so einem Bettlaken davor. Hm, gibt's noch? Eine Lampe. Ah, hier kann man auch eine Lampe hinmachen. Flop. Hier wächst automatisch noch ein bisschen Efeu wieder drum. Das finde ich auch immer nice hier. Hier könnten wir auch was hinmachen. So. Ja, da wächst natürlich auch automatisch noch. Das sind Kletterrosen eher, ne? Hallo, Entchen. Merk, merk. Ich finde es geil. Also, kleine Entchen hier. Wir machen auch eine Lampe, damit wir wissen, was hier durchschwimmt. Hier eine anbringen. Hier, das ist halt innen ein bisschen beleuchtet nachts. Vielleicht so. So. Wir haben hier einen Laternenanzünder, der kümmert sich darum. So, Fenster. Fenster waren eigentlich noch so Thema. Gucken. Der macht das immer zufällig. Das ist ein bisschen. Ja, muss man gucken. Verändert das übrigens auch das Programm selbstständig. Wenn man ins Dach geht, macht man so Dachfenster rein. Das könnte auch cool sein. Das machen. Das kann man verschieben. Dann können wir auch ein Doppelfenster machen. Das ist natürlich auch cool mit Fensterläden. Geil.
Fehlt hier noch eins. Mal sehen, dass wir die richtige Höhe haben. Ein Eckfenster. Das ist aber auch cool. Und hier mit Blümchen davor. Nice. Okay. Hier fehlt noch was. Dann machen wir hier ein Doppelfenster hin. Und hier oben so ein kleines, so eine kleine Dachluke. So. Unter die Schuhe, Mama. Hier können wir auch noch eins reinmachen. Und vielleicht hier oben so drei Dachfenster. So, die müssen nicht unbedingt immer exakt auf einer Höhe sein. Das soll ja so ein bisschen, ne, ein bisschen alt, ein bisschen gesetzt aussehen. So, machen wir das schon mal. Dann fehlt hier noch natürlich ein bisschen was. Da würde ich sagen, machen wir eher so gotische Fenster, also so gebogen, ne? Dann hier so, bleiben hier auf der Ebene. Ah, der Architekt war damals ein kleines bisschen am Zittern, als er den Plan geschrieben hat. So. Ah, hier brauchen wir natürlich auch noch ein Fenster. Hier, komm, dann machen wir. Ah, geil. Da macht man ein richtiges gotisches Doppelfenster wie in so einer Kirche. Das ist natürlich auch cool. Und hier machen wir mal so hin, als wir hier so einen Treppenaufgang. So. Au! Oh. Hier macht er automatisch eine Luke. Das eben. Kann man das irgendwie. Wenn ich vergrößern kann. Ah, da setzt automatisch dann noch Deko dann daneben. Okay. Kann man diese Deko ändern irgendwie? Hm. Oh. Kann ich den Dach draufsetzen? Das wollte ich aber gar nicht. Könnte den Turm noch was höher machen. Ah ja, okay. So. Da haben wir unser kleines Wasserschlösschen. So. Das sieht doch schon mal nice aus hier. Wenn man so den Blick hat, so verwunschen, so durch das Gebüsch, das sieht doch schon mal cool aus, oder? Dann kann man hier noch ein schönes Foto von machen. Dann hat man hier so ein Diorama-Modus. Kann man hier auch den Fokus setzen, damit der rechts dann unscharf. Ist auch nochmal eine coole Sache. Ja, jetzt muss ich aber erstmal sehen, wie ich mit der Steuerung hier klarkomme. Okay, gehen wir wieder zurück. Muss mal rausgehen. So, warte mal. So. Da setzt den Fokus hier. Das so hinkriegen wie eben. Diesen Look durch die Bäume? Ne, wahrscheinlich nicht. Da wäre die Ansicht eigentlich so am schönsten und vorne. Ne? So, okay. Können wir hier noch ein bisschen mit dem Licht spielen? Filter draufsetzen. Zum hin. Oh, okay. Ah, Tageszeit. Und so sieht es nachts aus. Da geht automatisch auch die Lämpchen an. Das finde ich natürlich auch cool. Aber da sieht man nicht so viel. Also ein bisschen Schatten. Das finde ich cool. So, wo kommt die Sonne her? Ja, nicht zu viel. So. Oder? Gibt auch von da. Nee, so ein bisschen mit Schatten von den Mauern da auf das Mauerwerk hier fällt. Das finde ich schon ganz cool. Was haben wir hier noch? Blende. Ah ja, wir können noch so einen kleinen Rahmen machen. Was haben wir hier? Ah ja, können wir näher ran oder raus. Was ist das? Hup. Ah, das ist der Look, den wir eben so hatten, ein bisschen. Ist das? Ah, wenn man darauf zulaufen würde. Das ist ja auch geil. Okay. So, kann man sich davon ein Bildschirmfoto machen?
ist das? Ah, von oben, okay. Dann Fußgängermodus, okay, verstanden. Dann haben wir hier unseren Diorama-Modus von oben. Der ist natürlich auch schön. Kann man sagen, hier Foto, zack. Dann haben wir das. Und dann haben wir hier das so. Den Bäumen, ne? Ja, das sah aber eben im Programm selber schöner aus. Die Bäume so, das würde so ein Beobachter hier so durchs Gebüsch kommen und das hier so angucken. Schwimmen hier durchs Wasser. Ja, hier finde ich die Steuerung noch ein bisschen hakelig. Okay. Man kann sich aber alles aus der Nähe hier angucken. So. Das wird hier rumlatschen. So durch den Wald. Und dann sieht man plötzlich hier dieses alte, so ein bisschen verlassene Wasserschlösschen. Da kannst du natürlich auch schön so hier so eine Abendstimmung haben. Die Sonne hier so durchscheint. Das ist auch, das sieht auch cool aus. Und hier, wenn das Licht angeht. Dann hier so ein Look. Zerwunschen hier. So. Und dann kannst du davon auch ein Foto machen. So. Und das haben wir jetzt in ein paar Minuten gemacht. Also schon echt knuffig das Ganze. Guck mal, wie das im Winter aussieht. Okay. Ist das denn hier ein Friedhof? Nee, das ist ein Blumenbeet. Okay. Hier schneit er so ein kleines bisschen. Und hier haben wir auch wieder so ein Schäfchen. Auf den Vogel im Kopf. Die laufen einfach so als Deko rum. Also mit denen kann man sogar sonst nichts machen. Die kannst du aber ständig streicheln, wenn du willst. Und die kannst du auch nicht beeinflussen. Also was so ein bisschen fehlt dann für mich, finde ich, dass man ja noch so andere Deko-Sachen selber reinsetzen kann. Wie eben Tiere, Fußgänger, irgendwelche Leute, selber eine Bank hier vorsetzen, sondern das macht das Programm immer selbst, zufällig oder so. Also ein paar Sachen fehlen vielleicht noch, weil vielleicht werden sie noch eingebaut. Wir haben Version 1.8, also das ist die Vollversion, die jetzt ganz frisch heute rausgekommen ist. Wir knapp unter 15 Euro. Aber normalerweise bringt man eine Version mit 1.0 raus. Also man hat schon sehr lange an diesem Programm hier gearbeitet. Das sollte auch schon noch ein bisschen früher rauskommen. Da hat man wahrscheinlich noch einiges hier mit der Grafik zu tun gehabt. Weil es sieht so simpel aus, aber man muss hier schon, glaube ich, einiges dran bewerkstelligen, damit das so gut funktioniert, wie es das hier tut. Ja, wir könnten hier zum Beispiel sagen, das ist jetzt so eine Art Vorgarten von so einem größeren Herrenhaus hier. Machen wir mal den Zaun da weg. So. Oder so ein altes Kloster, kann man sich auch hier vorstellen. Ihr macht ja automatisch auch wieder diese Ranken. Das finde ich schon cool. Hier, genau. Hier machen wir mal einen Weg weiter. So, den können wir auch ein bisschen breiter machen. Mäh. Ein bisschen durch. Und dann haben wir hier auch einen Eingang. So, dann brauchst du eigentlich hier nur noch ein paar Fenster reinsetzen. So, früher waren wir manchmal ein bisschen sparsam mit den Fenstern, weil da geht ja natürlich auch die Kälte raus. Hier passt natürlich super so ein Fenster rein. Und hier sind Doppelfenster. Sehr schön. Also ich mache da auch automatisch diese. Ich würde die gerne selber auch hier setzen wollen, aber das geht leider nicht. Man kann aber mit dem Rechtsklick das nochmal ein bisschen anders sich auswählen. Hier, okay. Also hier eine Bank. So, hier. Ja, mal gucken. Kann man, glaube ich, auch so kleine viereckige Fenster hier oben reinmachen. Ne? So, hier nochmal eine Lampe. Die machen wir hier drüber. Zack. Dann hier unseren Weg müssen wir natürlich auch nochmal beleuchten. So, den können wir hier ein bisschen fortführen. Das Gebüsch ist ein bisschen zugeweht, ne, Schäfchen? Mäh. Vielleicht knuffig. So, da haben wir schon mal unser kleines Gebäude hier. Die Gartenarbeit oder so. Könnte man, hier, das sind diese kleinen Fenster. Das hatte man früher auch in alten Häusern immer so ein kleines bisschen ganz oben für Rauchabzug und so was.
Kann man das hier reinmachen? Oben das Dach? Nee, dann könnte man aber wahrscheinlich sowas da reinmachen. Ne? Ja. So was. Gut. Gibt es hier nicht auch Schornsteine? Ach, hier. Ah. Gut. Kann noch einen Schornstein reinsetzen. Den hätte ich aber gerne ein bisschen kleiner. So. Noch ein bisschen kleiner. Kann man den auch einfärben. Ein bisschen anderes Material. So, dann haben wir hier Blümchen. So, da setzt auch so Steine hin, ist auch cool. Okay, das sieht doch schon mal echt gut aus. Und hier noch ein Bäumchen. So. Komm, der Weg sollte auch noch von Bäumen beschattet werden, wie so eine kleine ist wie eine Allee. So. Was haben wir denn noch? Weg, Blumen, Wasser. Da kann ich auch so einen kleinen Teich machen. Okay. Geht's nicht. Müssen wir vielleicht das Gelände absenken, denke ich mal. Das kann man natürlich auch. Hier ist eine Wasserfläche. Ah ja, so kannst du es machen. Der ist jetzt auch halb zugefroren. Das ist natürlich auch cool. Da machen wir da aber Blümchen noch drumherum. Interessanterweise blühen die jetzt. Oder sieht die kurz aus, aber auch nicht ganz. Ne? Das passt dann schon zum Winter von den Farben her. Das sieht auch süß aus. Okay. So. Dann machen wir hier noch so ein bisschen Mauer. Sein. Ein bisschen lebendiger aus. So. So, da brauchen wir noch einen Weg. Ja, ich gehe ein bisschen breiter. So. Hier so drumrum. Und hier auch noch. So. Okay, was können wir noch machen? Wenn wir hier so eine Art, sagen wir mal, wir hätten hier so früher so eine Art Kloster gehabt. Wir könnten hier so zum Beispiel eine kleine Kapelle hinbauen. So. Und hier noch so ein Dormitorium, so ein Schlafsaal oder sowas. So. Zap. Dann machen wir hier noch ein bisschen Blümchen und da den Weg durch vielleicht. So. Ein bisschen an die Mauer lang. So. Sudle, da haben wir schon mal was. So, was können wir hier mitmachen? Ein bisschen höher. Dann können wir noch ein bisschen absenken. Ja, man kann auch so ein Dach machen, okay. Aber es passt vom Stil besser, wenn das gleich ist. Das hat man früher nicht so viel experimentiert, wenn man gebaut hat. So, einen ganz hohen machen. Ne, das ist ein bisschen übertrieben. Ich mache den ein bisschen kleiner. Jo, wir hatten nicht so viel Geld fürs Bauen hier.
wieder so einen kleinen Zaun lang. Nur so viel Optik. Und die Schafe nicht alles wegfressen. So, und dann machen wir hier nochmal jeweils so ein Lämpchen hier an die Ecken in den Gebäuden. Kann die auch gut an die Ecken machen, ja. Cool, haben die auch dran gedacht hier. Dass wir das nachts auch schön beleuchtet haben. Weil das sieht ja auch immer schön aus. So. Nur von Gebäuden her habe ich eigentlich genug. Da machen wir hier nochmal ein paar schöne Fenster rein. Ein richtig schönes da rein. So, dann hier jeweils eine Reihe. Zack. Oh, er setzt ja automatisch Deko. Okay. Ich finde das cool, dass die Ranken automatisch auch dann wie um die Fenster rumgehen. Was haben wir hier noch für Fenster? Das ist eher so eine Art Schießschad. Für, ja, damit die Luft raus kann oben. Naja, das passt nicht zu einer Kirche. Das könnte man eher hier reinmachen. So, wenn man die mehrmals setzt, dann kriegt man das gleiche nochmal irgendwann. Zum Beispiel. Ah, dann gibt es noch andere Muster. Obwohl, was war das eine? Da ist ein nettes Muster drauf. Ist nicht mehr. Ah, da. Ist das Krabben? Okay. Okay. Ja gut, die Krabben lassen wir doch vielleicht mal. So, dann haben wir das hier, unsere Kirche. Wir brauchen natürlich auch noch einen Eingang und noch ein großes Fenster oben. So, so hier. Das ist nicht ganz mittig, ne? Naja, ist erstmal egal. Ist jetzt nur mal zum Zeigen. Das kann man immer noch alles schön machen. So, und wenn wir hier an Bodennähe sind, dann macht er automatisch eine Tür. Das Programm ist so schlau. Oh. Oder? Warte mal. Nee, da macht er ein Fenster rein. Nee, dann ist er doch nicht so schlau, ich dachte. Das können wir aber auch wegmachen. Da müssen wir wahrscheinlich einen Weg hier rein radieren. Zwei Vogelhäuschen? Nee. Naja, obwohl. Na, warum nicht? Die Mönche hier haben die Vögel gemocht. So. Die hatten es mit Vögeln. Gut, wunderbar. Dann machen wir hier noch einen kleinen Eingang rein, oder? Gucken, ob das hier dann funktioniert. Normalerweise dachte ich, macht der unten dann auch eine Tür. Nee. Da müssen wir was mit dem Weg machen. Ja. Und eine Doppeltür. So, dann machen wir hier auch nochmal. Hier machen wir dann eher eckige Fenster rein. Hat mir schon vom Stil her so ein bisschen. So. Da haben wir. Dann hier oben immer noch ein kleines Fensterchen. Hier sind dann die Schlafräume. Zack. So konnte man sich das dann vorstellen, vielleicht. So. Ah ja, dann brauchen wir natürlich noch einen Schornstein. Stimmt, die müssen ja auch heizen hier, die Leute. Ups, ein bisschen weg. Zur Kirche gibt es keinen. So, wir haben einmal was zum Heizen und einmal eine Küche. Da haben sie zwei.
Den machen wir ein bisschen kleiner. Den auch. So. Dann färben wir den nochmal ein hier. So, auch das Dunkle. So, und das Dach können wir auch nochmal eine andere Farbe geben. So, und schon haben wir unsere schöne kleine alte Klosteranlage hier gebaut. So, inklusive Kamin und einem Pipapo. Schäfchen haben wir auch. So, wie sieht das dann aus? Je nach Tagesstimmung. Und wenn die Lichter angehen, zack, das finde ich auch cool, dass die gehen ja nicht alle auf einmal einfach so bums an, sondern wirklich nacheinander die Fenster. Also da hat man echt lange an dem Programm, glaube ich, rumgefeilt. Sieht echt schön aus. Na, Schäfchen. Ja, das ist doch echt. Da möchte man selber hier den Weg lang laufen und hier den Garten angucken, oder? Das sieht doch schön aus hier. Beleuchtet. Ja. Dann können wir davon, wenn wir wollen, dann auch ein schönes Foto machen. Dann haben wir unser kleines, verschneites, kleines, altes Kloster im Schnee. So, und so sieht es dann ein bisschen von oben aus. So spielzeugmäßig. Wie so eine Glaskugel mit Schnee drin, so eine Schneekugel. Ist auch irgendwie süß. Ja. Jo, das ist Tiny Glade. Also hier kann man sich echt austoben, die dollsten Sachen bauen, wenn man möchte. Riesige Schlösser oder kleine Dörfchen oder was man halt möchte. Sieht so richtig spielzeugmäßig aus hier. Ist schon echt cool, da kann man sich lange mit beschäftigen. Mehr macht man allerdings hier nicht. Wie gesagt, ich würde mir wünschen, dass man hier vielleicht noch ein paar Sachen noch selber platzieren könnte. Zum Beispiel hier eine schöne Bank vielleicht, an die man sich vorstellt, kann man sich hinsetzen. Oder einen kleinen Kaffeetisch, wenn man hier zum Beispiel denkt, das ist jetzt zwar alt, aber vielleicht ist das mittlerweile ein moderner Gastronomiebetrieb da drin oder sowas. Oder dass man noch selber vielleicht so ein kleines Tiergehege baut mit Hühnern drin oder was auch immer. Also dass man selbst noch ein bisschen mehr Deko-Möglichkeiten hat, weil das Programm macht schon sehr viel automatisch. Das ist schon echt klasse. Dass die Ranken automatisch wachsen hier und dass dann sich hier so ein Besen hinstellt und so. Ist auch ganz nice, aber ich würde es gerne auch ein bisschen selber auswählen können. Aber gut, das Programm macht das aber schon wirklich echt schlau. Das habe ich noch nie so gesehen, wie gut das hier morpht. Aber echt schön gemacht. Und dann hier mit dem Fotomodus, das gehört natürlich so dazu, mit der ganzen Landschaft und allem, dass man sie eben das hier für sich einfängt und dann kann man sich das so als Hintergrundbild nehmen oder wie auch immer und sich daran erfreuen. Ja, coole Sache. Was haltet ihr von Tiny Glade? Könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, hier kann man sich richtig austoben, mit irgendwelchen Sachen bauen. Also wirklich cool. Kostet nicht viel und man kann sich lange mit beschäftigen. Einfach was Schönes bauen, sich dran erfreuen. Coole Sache, echt cozy. Ich glaube, eines der beliebtesten Programme dieses Jahr, denke ich mal. Weil es ist extrem auf der Wunschliste in Steam. Viele Leute haben sich das Programm gewünscht. Die Demo war schon sehr gut angekommen. Also macht euch Spaß hier. Ich könnte eigentlich ganz Tag nur die Schäfchen streichen. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich würde mich mal gerne interessieren, ob ihr das schon ausprobiert habt. Was habt ihr da schon gebaut? Und vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal hier. Und ich baue jetzt nochmal einen kleinen Schafstall. Bye, bye.